Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Cube World. Ja, im letzten Part sind wir hier in die Stadt gekommen. Wir haben ein... Moment, haben wir echt das Mammut in diesem Part platt gemacht? Ne, das war im letzten, glaube ich. Ist ja auch egal, ich bin völlig durcheinander. Wir gehen jetzt weiter nach Osten zu einer Quest und ich hoffe mal, dass wir diese Quest schaffen können. Moment. Ja. Fast hätte ich es vergessen. Ich wollte mir ja unbedingt noch hier Flaschen kaufen. Mann, bin ich eine Flasche. Ich hätte es fast schon wieder vergessen. Das gibt's ja gar nicht. Aber nein, diesmal habe ich dran gedacht. Flaschen kaufen. Wollte ich ja unbedingt haben. Und dann kann ich mir endlich wieder Tränke machen. Ja, das wird langsam echt Zeit. Langsam, aber sicher wird das Spiel interessant von der Schwierigkeit her. Die sagen mir alle nichts. Schade eigentlich. Da ist der Itemladen. Und ich könnte ja eigentlich auch mal gucken. Vielleicht kann ich mir schon ein Boot leisten. Dann hätte ich es einfach schon. Ich meine, ich muss es ja noch nicht verwenden, aber... Tatsache. Und die haben... Oh, die haben... Mensch, Leute, ich hätte mir in den anderen Städten immer ein spezielles Futter kaufen können. Ja, jetzt kaufe ich mir halt hier nur Bubblegum. Ach Mist, ich war in so vielen Städten und habe nirgends Futter gekauft. Egal, ich kaufe mir noch ein Boot. Ich habe ja genug Geld. Ich kaufe mir noch ein paar Bomben. So. Und ich kaufe mir Flaschen. Ganz viele Flaschen. Ihr hört mein Klicken von der Maus. Ich muss klicken, leider. Ganz viele Flaschen kaufen. So, voll. Dann bräuchte ich jetzt eigentlich nur noch ein Feuer. Feuer? Nee. Egal. Dann mache ich mir jetzt halt hier erstmal Cactus Potions. Die geben auch viel mehr HP, als also Lebensenergie, Health Points, als die normalen Potions. 32 kann ich mir davon machen. Das wird jetzt spannend für euch. Wir gucken einfach nur... Oh, guck mal, süß! Ist das ein Terrier? Terrier? Ja, ein Terrier. Ich habe auch einen Terrier. Kann ich ja mal ganz kurz zeigen. Haha, angeben vor dem anderen Hund. Nee. Paart euch! Ich will kleine Terrier haben. Ah, dann halt nicht. Dann halt nicht. Mein Lieblingslied läuft wieder im Hintergrund. Ist das nicht toll? Finde ich auch. Ich hoffe, man hört mich. Ich hoffe, der Sound ist nicht so laut. Ich habe jetzt noch keinen einzigen Part kontrolliert, ob der Sound passt. Und wenn er nicht passt, dann habt ihr Pech gehabt. Aber ich glaube, es passt alles. So, ich habe meine Potions. Ah, die Bomben legt man also auf Q. Aha. 32 davon. 2 davon, ja, okay. Bomben... Moment, eigentlich kann ich mir doch noch... Nee, ich bräuchte ein Feuer, damit ich meine Herzblumen schmelzen kann. Also meine Eisblumen. Habe ich jetzt aber nicht. Deswegen, unterwegs werden wir schon eine Feuerstelle finden. Weiter nach Osten. Diesmal aber wirklich 3,5 Minuten sind jetzt schon wieder verschwendet. Naja, was soll's. Ein Collie. Hallo, Colli. Ich weiß gar nicht. Moment, Colli. Jetzt will ich gucken. Wo ist er hin? Er ist da unten. Ich glaube, diesen Saft trinkt irgendein Sauger. Also, es, ne, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich glaube, entweder, also ein Blutsauger, also vielleicht eine Fledermaus. Oder ein Moskito oder irgendwie sowas trinkt Mangosaft. Da bin ich mir relativ sicher. So, jetzt muss ich mein Tier wieder rausholen, ja. So, Terrier. Action. Ja, das Praktische an den normalen Tränken ist halt, die sind ja schlechter als die Cactus-Potions, aber das Praktische ist halt, Herzblumen gibt es wirklich überall. Im Schneegebiet sind sie halt eingefroren, aber kann man schmelzen. Also, die gibt es wirklich überall. Kakteen wiederum gibt es nur in der Wüste, soweit ich weiß. Oh Mann, ich will eigentlich noch ein neues Gebiet finden. Ich will so viel aufnehmen, damit ihr auch jeden Tag einen Cube World Part habt zumindest. Er ist zwar alleine, ja, kein Gast dabei. Aber Hauptsache Cube World, ne? Dann kann ich ein bisschen leveln, schon mal.
Ja, das passt doch auch. Dann komme ich hier wenigstens mal voran mit dem Fortschritt. Das ist doch auch schon mal was. Oh, hier fliegt irgendwas. Ja, ist egal. Tschüss. Hm. Seltsam. Fliegen hier einfach ein paar Zaubersprüche rum. Ach, von da wahrscheinlich. Hm. Lizards oder Orks waren das. Der ist immer noch rot, ey. Ich weiß gar nicht, gibt's auch nicht-rote Bullen? Wow. Also ab meinem Level meine ich hier, jetzt Level, welches Level bin ich? 8. Gibt's da auch Skullballs, die nicht rot sind? Das würde mich echt mal interessieren, falls ihr welche gesehen habt. Weil ich habe noch keine gesehen. Genauso rote Ogre. Oh shit. Kann ich nicht viel mit anfangen. Die machen mich instant kaputt. Und es ist immer noch minus 27, wollte ich gerade sagen. Minus 20 Grad. Warum 27? Hm. Gute Frage, nächste Frage. So. Okay, die Quest ist noch ein bisschen weiter dort. Und danach, sobald ich die Quest gesehen habe, werde ich definitiv nach Süden laufen. Zu der Quest und weiter ins nächste Gebiet. Ich will so viel wie möglich jetzt einfach mal erkunden und gucken. Und ich will auf jeden Fall... Ups, jetzt habe ich hier Mist gebaut. Und ich will auf jeden Fall ein Krokodil haben. Das heißt, Dschungelgebiet fehlt mir noch. Dschungelgebiet will ich haben. Aber bis jetzt hatte ich ja Glück. Bis jetzt war es immer... Also ich habe kein Land bis jetzt zweimal. Ich habe bis jetzt immer was Neues gehabt. Und ich hoffe einfach, dass das nächste Gebiet dann... ganz schön hier ein Ding wird. Ein Dschungelgebiet. Das wäre echt mein Wunsch an das Spiel. An die Welt hier jetzt einfach. Ich brauche Dschungel. So. Und von dem Lied gibt es, glaube ich, auch insgesamt, habe ich in meiner Playlist, 5 verschiedene Versionen. Also 5-mal hört ihr eigentlich immer dasselbe Lied, nur mit ein paar anderen Instrumenten manchmal. Manchmal fehlen Instrumente, manchmal hat es einen anderen Einstieg, also ein anderes Intro. Aber insgesamt 5-mal eigentlich derselbe Song, den ihr hier hören könnt. Und das ist der hier. Hier fehlen jetzt Instrumente, ich glaube sogar 2 Instrumente fehlen hier. Aber ich habe keine Ahnung, ich bin mir da gar nicht so sicher. Und ja, dann kann ich auch einfach schon mal so in die Runde fragen. Ich werde dazu noch definitiv ein Infovideo machen, aber einfach schon mal, um so ein bisschen Überblick da zu kriegen, an alle, die Cube World schauen. Habt ihr Interesse an einem Horrorspiel, an einem Horrorprojekt? Und wenn ja, mit Facecam oder ohne? Das, meine Stimme stirbt. Das wäre so meine Frage. Dazu kommt, wie schon gesagt, ein Infovideo. Aber einfach nur schon mal, um so ein bisschen die Cube World Zuschauer zu informieren und euch zu fragen, Horrorprojekt und mit oder ohne Facecam. Ja, das wäre einfach meine Frage. Denn der liebe Herr von und zu Jones110 Spieletipps, der Verrückte, der hat mir in letzter Zeit ja sehr viel geschenkt. Ihm verdankt ihr das Tomb Raider Underworld Let's Play und vermutlich auch bald das Dead Space Let's Play. Ja, Dead Space 1 hat er mir geschenkt. Ich habe es ihm vor ich glaube vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren, 2 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, habe ich ihm das Spiel mal geschenkt und er hat sich jetzt gedacht, Rache ist süß und hat mir das Spiel zurückgeschenkt und erwartet ein Let's Play davon. Was ich definitiv machen möchte, ich habe aber auch vor kurzem mir das Humble Bundle, ich glaube, so wird es ausgesprochen, Humble Bundle, habe ich mir gekauft und da war Amnesia, The Dark Descent dabei oder Amnesia, je nachdem, wie man es aussprechen will. Und meine Frage, also in dem Infovideo dann, aber ich stelle es jetzt einfach jetzt schon mal einfach so, ja, warum nicht, ne? Würdet ihr lieber Amnesia oder Dead Space 1 sehen wollen und... Wie schon gefragt, mit Facecam oder ohne? Ich würde es eigentlich sehr gerne mit Facecam machen, da ich sehr, also nicht sehr viele, aber ich habe schon mindestens 3 Anfragen von 3 Zuschauern gekriegt, ob ich nicht mehr mit Facecam machen könnte.
Kann ich definitiv. Dazu bräuchte ich nur eine bessere Webcam. Und falls ihr jetzt sagt, also ja, unter diesem Video oder dann später beim Infovideo, ja, Facecam unbedingt, dann werde ich mir definitiv eine Webcam kaufen. Eine bessere Webcam, die ich jetzt habe. Die ist ja richtig scheiße. Und dann werde ich Facecam-Projekte machen. Und ich sehe schon, in diesem Part, 10 Minuten habe ich noch, werden wir vielleicht sogar den Boss hier besiegen, denn es ist Türkis. Jetzt muss ich nur einen Eingang finden. Ah, schon gefunden. Ich habe gar keine Lampe aktiviert, kann das sein? Oh, jetzt. Oh ja, es ist wieder ein bisschen verzögert. Okay, die sind tatsächlich Türkis. Und jetzt will ich mal was ausprobieren. Leute, da müsst ihr mir jetzt verzeihen, falls ich das schöne Schloss kaputt mache. Aber ich will es ausprobieren. Funktioniert das? Nein. Das Schloss ist also so gut wie unsterblich. Wunderbar. Ich hole mir jetzt lieber schon mal die Kaktusdinger raus. Nicht, damit ich hier gleich schon sterbe. Und let's go! Ich verliere keine Energie, ne? Oh, sehr gut. Kommt, geht weg, ihr Stacheln. So. Ja, die Kerzen, die bringen mir noch gar nichts. Da steht immer Power 1. Ich frage mich, was Power 1? Achso, man braucht wahrscheinlich Power 1, um die zu tragen. Also kann die jeder tragen. Aber, ja, die haben vielleicht später noch einen Sinn. Jule oder auch Jorle LP. Ne, vielleicht kennt ihr sie ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Die hat mir gesagt, die haben noch keinen Nutzen, aber die machen halt Licht. Das heißt, ich glaube, ich habe sogar noch eine Kerze im Inventar. Falls ich mal aus irgendeinem Grund kein Licht mehr habe, kann ich einfach eine Kerze rausstellen. Und dann habe ich Licht. Tja, das ist auch schon der ganze Zauber. Ui! What the hell is that? Oh, ich sollte mal was trinken, sehe ich gerade. Hä? Ist das eine Kette oder was? Kann ich nicht aufsammeln? Ja, okay. Gehen wir einfach mal weiter. Oh shit, Magier! Nein, Magier! Scheiße! Boah! Okay. Heftig, Leute, heftig. Wo ist das Schloss? Hier. Okay. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Ich habe jetzt noch 7 Minuten. Das werde ich definitiv nicht schaffen, das Schloss abzuschließen. Aber ich gucke, dass ich so weit wie möglich komme. Boah, ist das ätzend, ey. Zumindest ist hier der Eingang. Das ist schon mal sehr gut. Muss ich nicht immer so viel suchen. Vielleicht kann ich ein paar pullen. Ja, 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 pullen, pullen, pullen. 3 Untote. Und Magier habe ich gepult. Magier ist wichtig, Magier ist wichtig. Da war... Ach so, das sind solche. Okay, ich bin ja wieder hier. Ich glaube, oh shit, ey. Hier ist es. Okay, okay, okay. Es ist nicht einfach, aber ich schaffe das. Ich werde halt ein paar Mal sterben, aber... Ne, was soll's. Die Items bleiben, glaube ich, sogar liegen. Das wäre echt geil, wenn die jetzt nicht weg wären. Tatsache, die bleiben liegen. Du kleiner Arsch. Du kleiner Arsch. Wobei ihr seid beides echt blöde Penner. Ja, trink du nur. Trink du nur. Es wird dir nichts nützen. Habe ich doch gesagt. Scratched Line Schulterrüstung. Hier, das... Was, warum? Ich kann mich nicht mal hinsetzen, weil das Ding hier blockiert, oder? Nee, es geht, es geht. Okay. Es geht. Ich glaube, die anderen Tränke sind besser, ne? Die sind halt schneller zum Trinken. Ja, dann mache ich die halt wieder rein.
Spinnennetz. Kommt her. Boah, ist das heftig, Leute. Oh nein. Scheiße, ey, der letzte, ne? Oh, und ich habe jetzt keinen Trank mehr. Also nur noch die blöden. Schade, ich dachte, die trinkt man genauso schnell, aber... Was erwarte ich eigentlich von dem Spiel? Scheiße, der letzte Ranger hat mich echt geplättet. Hätte ich nichts getrunken, da hätte ich ihn... vielleicht besiegen können. Aber ich muss ja immer was trinken. Ich werde auf jeden Fall Level Up sein. Und hier liegt noch was. Geld. Ich brauche kein Geld. Ich hab doch schon genug davon. Ja, Ranger sind, glaube ich, echt ätzend. Ranger und Mages. Die sind heftig. So, ich mache jetzt mal Sneak rein. Ich bin verzaubert. Ah, jetzt geht's. Boah, wie lange das dauert. Dauert mir zu lange. Nix da hier, wieder Trank trinken hier, Mann! Schade, dass die keine Tränke fallen lassen, ne? Das wäre irgendwie praktisch. Gluck, 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 gluck. Kaktussaft. Die kann man zwar im Rennen benutzen, aber die sind halt nicht so schnell, ne? Habe ich ja schon mal gesagt. Boah, gruselig. Ich bin bald beim Boss. Hallo. Kommt mal hier runter, bitte. Einfach so viele wie möglich schon mal töten. Einen. Ernsthaft, ich habe einen getötet. Ach Mann, ey. Aber das Sneak-Ding hier, das, also mir bringt das nicht so viel. Wenn das wirklich so lange dauert, bis ich dann mal im Sneak-Modus bin, dann... Das rentiert sich ja gar nicht, hey. Wenn ich es aufleveln würde, dann würde sich das sicher rentieren. Aber so im aktuellen Status, Stadium, was weiß ich, das lohnt sich noch nicht. Kommt runter. Dass die einen immer umhauen müssen. Na kommt, ich warte. Die kommen hier jetzt sicher gleich angerannt. Ja, wusste ich doch. Ihr kleinen Arschlöcher. Ups, ich wollte eigentlich nicht ausfallend werden in dem Projekt, aber hier ist es halt echt so. Guckt ihn euch an. Ganz gechillt trinkt er seinen Saft. Tot. Ups. Ah, Licht an. Habe ich diese blöde Kerze gesammelt. Ich habe ja genug Tränke, ne? Ja, ja, ja. Der Boss ist gleich im Nebenraum. Oh, komm her. Komm her. Okay. Okay. Die haben einen Magier dabei. Die haben zwei Magier! Boah, ist das gemein! Zwei Magier sind ätzend. Aber ich hab's überlebt. Und der hatte Popcorn dabei. Popcorn? Ich weiß gar nicht, Popcorn. Was ist nochmal Popcorn? Ich wusste es. Ich glaube, Popcorn. Essen das nicht Insekten? Bienen oder Hummeln oder...
Hornissen? Ich dachte, die fressen das. Oh, was ist das für einer? Ein Untoter? Aber nicht orange, oder? Jawohl, kommt ihr erstmal her. Ihr kleinen Zombies. Level up. Hör auf, deinen Trank zu trinken. Hör jetzt auf zu trinken, du blöder Arsch. So. Oh, der hat sogar eine Bombe hier. Ich könnte ja mal gucken, ob ich ihn mit Bomben töten kann. Soll ich einfach mal probieren? Ich probiere es jetzt einfach mal. Lalila. Oh. Okay, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Ich habe noch 6 Bomben. Ey, aber den einen habe ich, glaube ich, sofort gekillt. Kann das sein? Nee, habe ich gar nicht. Das war, der hat seinen Kumpel getötet. Und ich überziehe den Part. Okay, im nächsten Part werde ich dann den Boss hier drin besiegen. Hoffe ich zumindest. Der sieht doch schon ziemlich ätzend aus, der Untote. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen im nächsten Part, wie gesagt. Ich probier's. Bis dahin. Ciao, Leute.